Hey Leute, ich bin der Bruga und heiße euch wieder willkommen zu einem neuen Eine halbe Stunde mit, in dem Falle Dungeon Siege 3. Wie der Teil schon sagt, natürlich ist es die Fortsetzung vom ersten und zweiten Teil, haha, wer hätte es gedacht. Ja, es ist von Square Enix, ist heute am 17. Juni 2011 rausgekommen und ohne viel rumzuschwafeln, da ich jetzt auch nicht viel über die Geschichte weiß, starte ich doch mal. Wir sind die 10. Legion. Exilanten eines sterbenden Reiches, die einst das Königreich Eb gegründet hatten. 400 Jahre lang haben wir unser Volk geführt und beschützt. Wir sorgten für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Manche sagen, dass es der Tod des alten Königs war, der das Volk gegen uns aufgebracht hat. Aber es war Jane Cassinda, die das Schwert erhob und uns aus unseren Versammlungshäusern und Anwesen vertrieb. Ich war bei der entscheidenden Schlacht nicht dabei, als die letzten Überlebenden der Legion Jane Cassinda unter den Zweigen eines uralten Baumes gegenübertraten. Daher weiß ich auch nicht, welche Kräfte sie damals im Wald heraufbeschworen hat, um meine Kameraden und Freunde umzubringen. Nach diesem Kampf veränderte sich der Wald. Er verrottete, ging ein. Jane war die Einzige, die den Wald lebend verlassen hatte. 30 Jahre sind seit dem Niedergang der Legion verstrichen und Eb hat harte Zeiten durchleben müssen. Und zwischen Jane Cassindas Truppen im Osten und der königlichen Familie im Westen toben endlose grausame Kriege. Einige wenige Söhne und Töchter der Legion haben überlebt. Ihr gehört zu diesen wenigen. Wow, okay. Also es fängt schon mal verheißungsvoll an. Hauptfeind ist wohl diese Jane Cassinda. Ich bin ja mal gespannt. Okay. Da geht's zur Charakterwahl. Da haben wir einmal diesen Lucas Montbaron, wenn man es so ausspricht, oder Montbaron auf Deutsch. Dann haben wir eine Andjali, ist eine Archon, eine lebende Legende, aha, Feuerwesen und so weiter. Möchte ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Reinhard Manx, traditionsreichen Anreihe von Legionsmagiern. Okay, der typische Magier wohl. Oh, und die sieht mir so aus wie die Fernkämpferin. Katharina ist eine uneheliche Tochter von Hugh Montbaron. Oder Montbaron. Okay, wen gibt's noch? Ah, das war's schon. Es gibt also nur 4 Charaktere zur Auswahl. Aber ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich so der typische Magier-Spieler. Und dann werde ich doch mal diesen Reinhard Manx wählen. Wenn ihr übrigens wollt, ihr könnt jetzt diese Geschichte kurz pausieren und selber mal durchlesen, wenn es euch denn interessiert. Ich überflieg's kurz. Also auf jeden Fall ist er wohl dieser ja, typische Magier eben. Er kann Magie wirken, die über größere Flächen wirkt oder auch auf kleinere Distanzen. Gut, dann nehmen wir den doch. Und da ich... Okay, Schwierigkeitsgrad. Ich wollte gerade sagen, den Charakter werde ich auch direkt weiterspielen nach diesem eine halbe Stunde mit. Deswegen mache ich doch mal Hardcore. Der Schwierigkeitsgrad Hardcore ist nur für jene Spieler konzipiert, die eine gnadenlose Herausforderung suchen. Warnung, nichts für schwache Nerven oder jene, die dazu neigen, ihre Frustrationen an ihrem Controller auszulassen. Ja, zu den Menschen gehöre ich halt mal nicht, deswegen wähle ich den Schwierigkeitsgrad aus. Ich richte mich an euch mit überaus dringenden Nachrichten. Und wieder eine Zwischensequenz. Ich weiß, dass euer Leben in Stonebridge nicht einfach war. Nachdem Jane Cassinda eure Eltern und alle anderen Legionäre in der Stadt ermordet hatte. Aber es ist euch gelungen, euch einen Namen am Kolleg zu machen. Man hat mir berichtet, dass ihr bereits den Rang eines Professors im Fachbereich der Magie erreicht habt. Ich freue mich für euch, aber ich bin nicht überrascht. Ihr stammt vom Großmagier Merik ab und die Magie ist stark in eurer Familie. Als letzter Überlebender der Legion tat ich mein Bestes, um das Geheimnis eures Erbes zu bewahren. Besonders vor Jane Cassinda. Aber ihre Spione sind beharrlich. Und ich fürchte, dass sie näher kommen. Wir können nicht länger warten. Noch haben wir eine Chance, uns zusammenzuschließen, die Legion neu aufzubauen und unser Land von Jane Cassinda zurückzuerobern, bevor es zu spät ist. Die Söhne und Töchter der Legion versammeln sich im Norden beim alten Montbaron-Anwesen. Montbaron. Ich bitte euch, uns im Tal von Ruckenwald zu treffen, so schnell ihr könnt. Helft uns, wieder aufzubauen, was verloren war. Euer treuer Freund Odo. Okay, also hat jeder Charakter wohl so seine eigene Einführungsgeschichte. Wenn ich die Steuerung kenne. Okay, mit der rechten Maustaste kann ich laufen. Also ist es wohl genauso im Gegenteil wie zu einem anderen Spiel. Haha, das ich jetzt auch nicht nennen werde. Oh, aber es sieht
Ah, ich kann die Kamera aber drehen mit A und D und kann auch mit W laufen, also typisch WASD-Steuerung, wobei sich dann aber die ganze Kamera mitdreht und nicht nur die Spielfigur. Aber ich finde ja, schaut mal, es sieht schon sehr nett aus. Ich habe jetzt halt eben alles auf Maximum. Also die ganze Grafikeinstellung, auch das Anti-Aliasing ist auf 8-fach, höher geht es eben nicht, aber wie ich finde, es reicht vollkommen aus. Es sieht einfach nur, oh, die Äste schon. Die Textur ist eigentlich recht hübsch, ist nicht matschig, also ich finde es eigentlich rundum sehr, sehr stimmig. Ja, das habe ich jetzt gerade rausgefunden. Ah, mittlere Maustaste. Okay, da kann ich die Kamera wohl etwas kippen. Habe ich das Maus... Ah, ich kann auch ran scrollen. Okay. Sehr schick. Und mehr geht's nicht, dann scrollt er automatisch wieder raus. Ja, okay, dann gehe ich doch mal los und verhaue ein paar Gegner. Mal gucken, was mich hier erwartet auf dieser Straße. Aber ich werde nur mit der rechten Maustaste lenken. Ich möchte nicht die ganze Zeit die Kamera drehen. Das ist etwas unschön auf Dauer. Okay, hier kann ich die Hilfe tippen. Ja, brauche ich jetzt nicht. Ich denke mal, ich werde alles ausreichend geklärt bekommen während des Spiels. Mont Baron anwesen heißt es übrigens nicht Mont Baron oder Mont Baron, wie ich sagte. Okay. Aber man lernt ja nie aus. Ja, auf der Minimap sehen wir schon den Weg. Oh, ah, okay, so kann ich angreifen mit der linken Maustaste. Hier ist wohl Norden, dieser Pfeil. Okay, ah ja, ich kann interagieren. Dieser Mann scheint ein Nachfahre der Legion zu sein. Er ist tot und eine gewaltige Schwertwunde klafft in seiner Brust. Ah ja, zumindest ging es wohl schnell, wenn er direkt gespalten wurde fast schon. Was haben wir hier? Dieser Mann muss ein Nachfahre der alten Legion sein. Er starb durch zahlreiche Stichwunden. Ja, das ist gut, wenn ich jetzt alle hier absuchen kann, aber brauchen wir denn auch schon Items? Hier scheint auch nichts zu sein, nein. Mehrere Pfeile ragen aus dem Rücken dieses jungen Mannes. Er muss überrascht worden sein. Oder er wurde getötet, als er versuchte zu fliehen. Mhm, in den Rücken geschossen, das ist auch nicht nett. Den Körper dieses Mannes bedecken zahlreiche Verbrennungen. Wie die anderen toten Männer, die ihr gesehen habt, war er wahrscheinlich ein Nachfahre der Legion. Ah ja, ich kann bei der Tür interagieren. Ah, es geht nahtlos in das Gebäude. Sehr schön. Mal die Aussicht genießen, wenn man es so nennen kann. Ah, und die Objekte... Ah, was ist das? Ein Brief in Odos Handschrift, der unvollendet scheint. Teile sind mit Schmutz und Asche verschmiert und ihr könnt nur ein paar Zeilen lesen. Falls euch mein erster Brief nicht erreicht hat, bitte ich euch dringlichst, euch uns im Tal von Ruckenwall anzuschließen. Die meisten anderen sind bereits hier. Wir sind insgesamt fast 40. Okay. Die kann ich wohl auch wieder, ja. Die kann ich auch wieder absuchen, aber diese Texte interessieren mich nicht. Ich möchte eigentlich nur Items. Wer möchte das nicht in Rollenspiel spielen? Fällt schon alles zusammen hier. Ah, guck mal, ich kann mit E. Ah, es gibt auch so Waffenständer wahrscheinlich. Okay. So C. Okay. Ah ja, ganz schick. Oh, das Menü, habt ihr eben gesehen, wie es auseinandergeklappt ist? Ich möchte es auch nochmal sehen. Ah, das ist schick. Inventar. Okay, da ist das Item. Da sind meine Fähigkeiten. Moment, ich möchte gerade mal schauen. Ah, Kreis der Heilung. Ich kann mich also auch heilen. Ein Heilzauber durch, der über 30 Sekunden lang 50% eurer Gesundheit wiederherstellt. Oh, das dauert aber ganz schön lange. Barrierefeld. Geometrievernichtung. Spiegelsprung, Stromschlag, kreative Zerstörung. Oh, das ist ja schon umfangreicher, oder? Ja gut, Blitzschlag, Uhrwerkfalle. Hä? Okay, das werde ich vielleicht noch feststellen, wie das geht. Quests weiß ich ja schon. Nach Überlebenden suchen. Ja, brauchen wir auch nicht. Ah, schau mal hier. Hier sehe ich schon. Beweglichkeit und Angriff wird erhöht. Nehmen wir doch mit. Was haben wir noch? Stirnband, Weste. Ja klar, ich renne hier mit Unterhosen rum, mit Unterwäsche. Schuhe. Scheinringe, Amulette, was ist das? Panzerhandschuh und Gürtel zu sein. Okay, das ist ja sehr umfangreich. Gefällt mir schon mal. Also nicht nur eine Montur, die man anziehen kann, sondern immer auch einzelne Teile davon. Das ist nett. Das ist ja dann individualisierbar. Schweres Wort. Peng. Ah ja. Man kann also auch Barrikaden zertrümmern. Von herunterfallenden Trümmern verschlagen. Schön. Meine ersten Schätze, die ich aufsammeln kann. Gold. Oh. Oh, oh, oh. Fällt mir da gleich was ins Auge. Entschlossene Amplidüne. Was ist denn das?
Auswahlmenü. Ah ja, Angriff und Willen. Ich glaube, Willen müsste... Könnte ja Mana sein, theoretisch, oder? Hatte ich vorher schon 100? Ich weiß es nicht. Dieser Mann ist tot, aber sein Gesicht sieht vertraut aus. Aha. Ihr müsst einer von den Odos Schützlingen gewesen sein. Oh Gott, da kommen die ersten Gegner. Die verprügel ich doch gleich mal. Bang. Ah, das ist ja schick. Habt ihr gesehen? So ein richtiges Ragdoll-System. Was unter den Füßen deines Gegners wird ein Ring erscheinen, das in Farbe seine Gesundheit darstellt. Ah, okay. Ja, ich habe es eben schon gesehen. Wenn sie grün sind, dann sind sie wohl bei voller Gesundheit. Und wenn ich sie schlage, verlieren sie eben Gesundheit. Ach, okay. Ich kann blocken. Das ist gut. Kann ich dabei auch angreifen? Nee. Ah, aber ich kann mich teleportieren. Mit der rechten Maustaste. Das ist ja cool. Sieht sehr nett aus. Ich zeige es euch nochmal. Ah ja, es sieht sehr, sehr schick aus eigentlich. Okay, das ist wohl meine Ausweichbewegung. Ah, guck mal, da sind noch Typen. Oh, drücke 1. Okay. Oh. Jawoll. Haha, das ist ja cool. Ich kann also auch Blitze schießen. Peng. Na, komm her. Du auch noch. Peng. Ja, das ist ja geil. Oh, was jetzt? Ach, da kommen ja noch mehr. Schön. Das ist cool. Ah, das ist ja cool. Was? Was kann ich hier mit 1 machen? Oh, geil. Ja, das gefällt mir, dieser Stil. Oh ja, aber cool, der ist nur für Fernangriffe geeignet, so wie es ausschaut. Dann komme ich so erstmal. Die Gesundheit, zack. Ja. Davon habe ich auch schon gelesen. Es gibt nicht im klassischen Sinne Heiltränke, soweit ich jetzt, wenn ich nichts Falsches sage. Man kann eben diese Orbs aufsammeln, die auf dem Boden liegen. Und die geben in dem Falle jetzt hier, die blauen Orbs geben mir Mana und die grünen geben mir Gesundheit. Ja, ich komme gleich zu dir. Ich habe da nämlich noch was, ich habe da eben was gesehen, oder? Ja gut, Fässer. Ach genau, hier die Kiste habe ich gesehen. Ich habe da gewusst, ich habe was glitzern sehen. Und? Was ist das? Unterhosen der Vitalität. Ja, vitale Unterhosen. Mit ganz viel Weichspüler gewaschen wahrscheinlich. Mal schauen, was bringen die denn? Oh, Ausdauer und Blocken plus 2. Ja, die nehmen wir doch mal mit. Sehr gut. Ich habe es jetzt gar nicht beachtet, aber wirkt sich das denn auf das Aussehen des Charakters auf, wenn ich andere Ausrüstung anziehe? Ich weiß es leider nicht. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Ich hatte schon Angst, es wären alle umgekommen. Geht es euch gut? Es geht mir gut. Aber ihr kommt mir bekannt vor. Haben wir uns schon einmal getroffen? Ja, nö. Ich habe euch in Stonebridge getroffen, als ihr noch ein Junge wart. Odo hatte mich dorthin geschickt, damit ich für eure Sicherheit sorge. Mein Name ist Martin Giscard. Also die Mimik ist etwas wechselnd, finde ich, ja. Region, wie ihr. Aber die Stimmen sind sehr gut, muss ich sagen. Die passen, auf jeden Fall. Synchronsprecher sind professionell. Wo ist Odo? Was ist hier geschehen? Als ich hier ankam, stand das Gebäude in Flammen und alle waren tot. Wie konnte das geschehen? Es gab keine Warnung. Sie umzingelten das Haus und griffen sofort an. Ich weiß noch nicht einmal, wer sie angeheuert hat. Verdammt, sie haben uns wieder entdeckt. Wir können nicht länger warten. Ja, man sieht schon, das Einzige, was sich bewegt, ist der Mund und die Augen. Auf der Brücke. Dachte mir, ich lenke von meiner Flucht ab, falls sie mich aufspüren. Jetzt müssen wir nur noch die Zündschnüre entfachen. Los, auf zur Brücke. Okay. Das hört sich doch nach einem Plan an. Ah, genau, diese Orbs meine ich, seht ihr, sind auch sehr formschön aus. Ja. So, aber ich möchte Fässer kaputt hauen. Das kennt man ja aus jedem guten Rollenspiel. Es gibt Fässer zum Zerkloppen. Das ist so ein typisches Klischee. Genauso wie man am Anfang nur Ratten tötet und später Drachen. Und ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich selbst, wenn ihr solche Spiele spielt und liebt. So wie ich. Aber das ist jetzt schon mehr wieder ein actionbasiertes Rollenspiel. Ich stehe so auf die klassischen mit viel Dialogen und taktische Befehle, so à la Baldur's Gate. Aber naja. Ich habe den ersten Teil gerne gespielt. Der zweite war mir wieder zu... wie soll ich sagen? Ja, zu Hack-and-Slay-mäßig. Deswegen dachte ich mir, schaue ich mir aber den Teil hier an. Brutale Weste. Ja, nehmen wir die doch mal mit. Oh, ich habe tatsächlich mehr Gesundheit bekommen, Ausdauer. Dafür aber weniger Blocken. Na gut, oder Rüstung war es, egal. Ich bin ja eigentlich mehr so der, lieber mehr Schaden als mehr Verteidigung. Ne? Ihr wisst schon. Denn je schneller der Gegner kaputt ist, desto leichter hat man es auch. Also Angriff ist ja eh die beste Verteidigung, von daher... Guck mal, ich kann ja wirklich alles zerstören. Also alles, was
gefäßmäßig ist, irgendwie. Kann ich denn hier noch was? Ein Bücherregal? Nee, die kann ich nicht kaputt hauen. Schade. Oh, guck mal, das sind noch mehr Fässer. Da komme ich aber nicht. Okay, das zwei sind Fässer. Noch nicht entzündet. Beeilung. Ja, machen wir doch eben. Nur noch eine. Oh, Fässer, Fässer, Fässer. Noch mehr Fässer. Ja, Zwischensequenz. Ah, ich kann mir denken, was jetzt passiert. Da kommt schon, ihr Klonsoldaten. Jawoll. So ist schön. Immer schon in die brennenden Explosivfässer reinlaufen. Oh ja, also die Physikeffekte gefallen mir. Sind recht realistisch, so wie es ausschaut. Das Mount Baron-Anwesen ging in Flammen auf und mit ihm eine Hoffnung auf ein Wiederaufleben der 10. Legion. Das dachte ich zumindest. Ich wusste nicht, dass ihr und Martin Giscard der Zerstörung entkommen konntet. Als ihr in die Nacht floh, trugt ihr die Zukunft der Legion mit euch. Die beiden? Die Feinde dicht auf euren Fersen, floht ihr auf ein ungewisses Schicksal zu und durchquertet die verlassenen Weiten des Tales von Ruckenwal. Während eurer Reise klammertet ihr euch an eine einzige Hoffnung, dass noch weitere Überlebende die sicheren Mauern des Versammlungshauses in Ruckenwal erreicht haben würden. Es war nur ein schwacher Hoffnungsschimmer, aber er reichte aus, um ihnen im Dunkel der Nacht genug Kraft zum Durchhalten zu geben. Solange ihr noch nicht euren letzten Atemzug getan hattet, lebte die 10. Legion weiter. Doch eure Feinde waren nicht weit, drohten euch einzuholen. Das Schicksal der Legion, das Schicksal von ganz Eb, ruhte auf euren Schultern. Hm. Okay, das fängt ja schon mal sehr gut an. Wir sind schon weit gekommen. Eine kleine Heldentruppe gegen das große Übel, so wie es sein soll. Wenn irgendjemand unserer Freunde noch am Leben sein sollte, werden wir sie dort finden. Okay. Was geschah? Erzählt mir vom Angriff. An was erinnert ihr euch? Ja. Odo schickte Briefe an alle Nachfahren der Legion. Er wollte sie hier versammeln, als Legionäre ausbilden und dann das Land zurückerobern. Die meisten waren bereits angekommen, als uns die Söldner fanden. Sie umzingelten das Anwesen. Sie müssen die Wachen wohl umgebracht haben. Sie brachen durch Fenster und Türen ein und töteten jeden, den sie finden konnten. Dann steckten sie das Haus in Brand. Diese Söldner-Soldaten, habt ihr schon einmal gegen sie gekämpft? Es waren Leskanzi, glaube ich. Ein Nomadenvolk aus der Wüste im Norden. Leskanzi. Ich habe keine Ahnung, wer sie hergeschickt hat. Leskanzi kämpfen für jeden, der sie bezahlt. Nein, unser wahrer Feind hat uns sein oder ihr Gesicht nicht offenbart. Noch nicht. So, dann, ja, speichern wir doch einfach mal. Zack. So schnell geht das. Okay. Muss ich jetzt hier lang, oder? Ich gehe mal kurz hier lang. Was ist denn da? Da liegt ein Baum auf der Straße und... Ah, noch ein Schatz. Das ist ja... Schuh des Zorns. Oh, sind die zornig. Böse Schuhe. Angriff und Rüstung. Sehr gut. Zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen, dann hätte ich die jetzt nämlich nicht gefunden ansonsten. Ja, genieße noch kurz mal die Aussicht. Rabenbach, der einzige Ort im gesamten Tal. Oh, das ist ja schick. Sieht sehr ruhig aus. Sieht jetzt zwar aus wie eine Textur, also nicht wirklich 3D. Oder doch, eigentlich schon, der Wasser. Na gut, kann man nicht so genau sagen, das sieht jetzt eigentlich sehr aufgemalt aus, aber naja. Trotzdem sehr, sehr atmosphärisch. Wenn unsere Feinde wüssten, dass wir beim Anwesen sein würden. Möglicherweise haben sie unsere Flucht zum Versammlungshaus geahnt. Wie kommst du darauf? Jedoch haben wir keine Wahl. Wir wollten uns dort treffen. Wir müssen wachsam bleiben. Entschlossene Lichtarmschiene. Naja, wir bleiben wachsam. Beweglichkeit plus 2 über Angriff. Nee. Ich behalte Angriff. Wie schon gesagt, ich bin lieber einer, der mehr austeilt, als einsteckt. Da ich doch dann lieber ausweiche, anstatt... Ja, ihr wisst schon, einfach mich die ganze Zeit hauen zu lassen und dann länger zu leben. Oh, was hat er so geknackt? Oh, das ist ja auch schick, dieser Wasserfall. Ja, ich weiß, ich hab's doch schon vorhin gelesen. Warum bombardiert ihr mich jetzt mit diesen Hilfetexten? Da nehme ich halt diese entropische Magie, was soll's. Das sieht echt sehr cool aus hier, so. Sehr, sehr nette Effekte auf jeden Fall, muss ich schon mal sagen. Und an dem hier könnte ich mich... Oh, jetzt ruckelt's ein wenig gerade. An dem hier könnte ich mich auch nicht satt sehen. Ah, guck mal da. Ich hab gewusst, da glitzert doch was. Zack. War nur ein bisschen Gold, aber was soll's. Ein Heereslager. Lässt ganz sehen, wie es aussieht.
Das kann kein bloßer Zufall sein. Wir sollten uns umsehen. Ja, immer schön die Kamera drehen. Man könnte ja was übersehen. Was? Wissenschaft zu erhalten, Kopfgeldhinweis. Unser Auftraggeber hat ein Kopfgeld in Höhe von 500 Goldmünzen auf die Köpfe aller Legionäre ausgesetzt. Tot oder lebendig? Bei den Toten wird nur nach Beweisvorlage bezahlt. Eine gute Jagd. Ahaha. Da macht wohl jemand offiziell Jagd auf uns. Der ist auch der Flinkheit. Ach gut, das habe ich jetzt mit G aufgemacht. Ja, jetzt textet der mich wieder zu. Oh, Beweglichkeit. Ja, nee. Nee, ich behalte. Wurde also ein Kopfgeld ausgesetzt. Das heißt, sie wissen, dass wir leben und jagen uns noch immer. Ja, dann wird's wenigstens lustig. Was beschwerst du dich? Aha. Kreislauf der Belastbarkeit. Oh, das ist... Das nehmen wir doch mit. Dann lieber eine Rüstung weniger. Oder für die anderen Statistiken erhöht. Was ist das? Generator der Belastbarkeit. Ja. Lieber mehr Angriff. Okay, gehen wir doch mal durch das Türchen. Mach dich auf, komm. Dort ist sie, die Brücke. Aber erst nochmal speichern. Ich glaube, ich überspeichere den Spielstand gerade. Ja, überspeichere mal noch. Ist ja nicht viel passiert, Aufregendes. Okay, er sagte die Brücke, wir sollen über die Brücke, aber... Da ich ja ein Explorer bin, werde ich auf jeden Fall... werde ich auf jeden Fall erstmal hier schauen. Ja, lass mir die Ruhe, geh weg. Ey, hörst du auf. Komm doch rein. Komm rein, komm. Ja. Lasst uns im Versammlungshaus zurückkehren. Ja, ist ja gut. Ich möchte erst noch hier schauen, habe ich doch gesagt. Setz doch mal nicht so rum. Da ist nichts. Ich wechsle auch mal auf den Blitz. Ah, guck mal hier. Hier ist doch was. Aha. Entschlossene Amplidüne. Ich will immer Amplitüde sagen. Warum das denn? Okay, das ist genau die ich schon hab. Aber was soll's. Doppelt hält besser. Und das kann ich nicht kaputt hauen. Was haben wir denn hier noch? Da ist nichts. Aber die Kiste da noch. Standhafte Unterhosen. Ach, falsch. Erst aufheben natürlich. Standhafte Unterhosen. Rüstung, aber dafür weniger Ausdauer. Ja, ich nehme mal die Rüstung für die Ausdauer. Ich habe ja schon 120 Lebenspunkte mehr, als dass ich Mana habe. Das ist für einen Magier eh schon ungewöhnlich. Komm schon. Das Versammlungshaus liegt in der anderen Richtung. Ja, ist ja gut. Der scheucht mich hier rum. Ich will doch erstmal erkunden. Okay, naja, dann nehme ich mal wieder diese hier. Und über die Brücke, dass du dann Wilden kriegst. Dort vorne sieht es nach Ärger aus. Mhm. Ich freue mich drauf. Also ich habe lieber Ärger als... Was? So. Scheint, als würde ich doch noch Gewinn bei diesem Auftrag machen. Aha. Du bist wohl einer dieser Söldnerjäger, ja? Oder Legionärsjäger? Gesprochen wie ein Mann von der 10. Legion. Arrogant und töricht. Ich gebe dir gleich Arrogant. Was für ein Glück, dass ich euch zuerst gefunden habe. Für eure Köpfe werde ich sicher einen schönen Bonus einstreichen können. Den Synchronsprecher kenne ich auch aus Oblivion, aber wer bezahlt diesen Bonus? In Deutschland hört man die ja öfters. Ich werde nicht für das Beantworten von dummen Fragen bezahlt, sondern für das Töten von Legionären. Werdet munter, Leute. Zeit, etwas Gold zu verdienen. Das hättest du gerne, ja? Oh, mein Gott. Yay. Gehst du weg von mir? Zack. Oh. Bang. Ach, ich füll damit Magie auf, wenn ich ihn treffe mit dem hier. Bang. Ah, der schmeißt ja was auf mich. Komm, noch eins. Ach nee, das ist der Bogenschütze da hinten dran. Bang. Und noch eins, komm. Ach, geht nicht. Ah, das ist ja nett, dass ich hier immer wieder Magie auffüllen kann. Und Blitz. Und komm, noch ein. Bis Blitz. Komm, noch ein, komm. Bang. Jawoll. So musst du, sag mal, kannst du mal aufhören zu schlagen? Und Peng! Jawoll! Verdammt, ich wurde getroffen. Von der so ist das schön. Warte mal, der hat doch noch was anderes fallen lassen, oder? Okay, jetzt geht schon das Fallgitter auf. Ich möchte aber noch nicht rein, ich möchte nur kurz hier draußen schauen. Die haben wenn doch bestimmt was. Haben, ist Odo auf der anderen Seite dieses Tors. Ja, oh Gott, ich hoffe, das ist noch da. Ja, ist es noch, sehr gut. Aha. Ich meine nämlich. Also man sieht,
Oh, das sind ja sehr nette Stats. Das ziehe ich doch gerne an. Ich finde, man sieht auch sehr schlecht leider, wenn da etwas droppt. Also, na gut, ich könnte vielleicht mal etwas bei reinzoomen. Aber, ja, die Gegenstände sind sehr klein und glitzern nur ganz klein wenig. Also man sieht es sehr schlecht, finde ich. Oh, wer ist das denn? Ihr seid beide am Leben. Ach, das ist der Odo. Aber ich... Hallo, Odo. Ich dachte, nur ich hätte überlebt. Odo, ihr habt es geschafft. Aber wo sind... Die anderen? Die Frauen und Männer, die ich 30 Jahre lang beschützt habe? Tot. Alle tot. Das ist doof. Was machen wir jetzt? Wer könnte noch überlebt haben? Wir müssen sie finden. Meine Schutzbefohlene, Anjali. Ich habe sie losgeschickt, um nach den Nachzüglern zu schauen. Sie war nicht im Gebäude, als wir angegriffen wurden. Der ist überraschend faltenfrei für sein Alter. Ich habe ihn bei der Versammlung nicht gesehen. Er wusste nicht, wo wir uns treffen und könnte also noch am Leben sein. Und es gibt noch eine Überlebende. Diese Halbblut Leskanzi. Ich konnte sie nicht überzeugen, sich uns anzuschließen. Aber jetzt hat sich die Lage der Dinge verändert. Es könnte noch den einen oder anderen geben, der noch nicht angekommen war, als wir angegriffen wurden. Schwer zu sagen. Ah, okay, ich glaube, das sind die letzten drei Charaktere. Vielleicht kann ich die irgendwie auf irgendeine Weise finden. Ich habe ja gesehen, dass man immer einen Begleiter dabei hat. Aber bevor ich jetzt weiter rumschwafle, werden wir sie lieber finden. Martin, ihr bleibt besser hier. Das sehe ich auch so. Ihr blutet, Giscard, und ihr könnt kaum aufrecht stehen. Ich werde mich um Martin kümmern, aber in diesem Zustand wird er euch keine Hilfe sein. Tut mir leid. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr die anderen findet. Okay, was soll ihr ich denn ihr kennt dieses Teil besser als ich. Wohin könnten sie gegangen sein? Rabenbach, das ist die einzige Stadt im Tal. Diese Leute hier standen immer loyal zur Legion, selbst als der Rest von Eb sich gegen uns wandte. Dann mache ich mich auf nach Rabenbach. Ja, machen wir doch. Die Stadt befindet sich westlich von hier, überquert die Brücke und biegt dann an der Kreuzung rechts ab. Ach, da wo ich eben schon mal war. Versucht Lazar Basili, den Stadtboja, zu finden. Er ist ein alter Freund und wird alles tun, um uns zu helfen. Und passt auf euch auf. Diese Söldner sind noch hier im Tal. Haltet die Augen offen und kehrt wohlbehalten zurück. Ich versuch's, ja. Oh, Level up. Schön. Was kann ich? Ah, okay. Steigst du ein Level auf, erhältst du Fähigkeits-, Fertigkeits- und Talentpunkte. Aha. Okay, ja, das, ich überspring's mal. Ich werde es ja jetzt sehen. Tutorial-Fähigkeiten-Bildschirm. Ah, guck mal, kann ich... Nee, kann ich nicht mehr. Die habe ich ja schon gelernt. Die sind noch versperrt. Da muss ich wohl diese lernen. Okay. Kreis der Heilung. Ja, hört sich doch schon mal interessant an. Ah, Moment. Vektordämpfung, aggressive Verteidigung. Aggressives Heilen. Allein die Fähigkeiten. Ah ja, okay. Das kann ich zwei auswählen wahrscheinlich. Und hier? Sehr gut. Da. Oh. Ah, das ist schwer. Diese Entscheidung. Stromstoß oder Donnerschlag? Was haben wir hier? Zeitliche Verzerrung. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Da werden sie verlangsamt, wenn sie in meine Falle treten. Und hier kriegen sie mehr Schaden. Aber ich glaube, ich werde mal den Blitz skillen. Wie funktioniert das denn jetzt? Jetzt habe ich den auf dieser Seite. Kann ich wahrscheinlich für jeden 5 Verbesserungen freischalten. Ja, okay. Talentbildschirm. Was haben wir da? Die Menge Geld, die sich reinhat durch Aufsammeln von Goldmünzen. Na. Okay. Aha. Oder der Wille. Ich nehme mal den Wille. Also mehr Mana ist ja immer gut. Ich habe es eben gemerkt, das geht leider sehr schnell leer. Yay, okay. Ich gerade mal hier speichern. Überspeichere auch wieder das Spiel. Zack. Durch R kannst du... Ah, okay. Ah, das ist ja nett. Es gibt so eine Art Navi, die zeigen mir, wo ich lang muss. Okay, aber ich möchte erst mal hier schauen. Gibt es da noch was? Ah, Bücherregal. Vor vielen Jahrhunderten überquerten Forscher aus dem Reich der Sterne die Aranoi-Wüste. Und entdeckten ein fruchtbares Land, reich an bebaubarem Land und Mineralquellen. Den Forschern folgten Händler und Erdsucher nach und bald wurde dieses neue Land, genannt Eb, eine Kolonie. Als das Reich der Sterne zusammenbrach, wurde Eb zur Zuflucht für die 10. Legion, die beste und fähigste seiner Armeen. Die edlen Legionäre schützten Eb während des Kriegs der Legionen und als das alte Reich auseinandergerissen wurde.
Die 10. Legion besiegte auch die niederträchtigen Sechs, die eben kurz nach dem Krieg besetzten. Am Ende des Kriegs gründeten die Anführer der 10. Legion ein neues und unabhängiges Königreich Eb, das für über 400 Jahre im relativen Frieden gedieh. Bla bla bla. Oh, da geht's ja. Ist ja schon fertig. Seit dem Bestehen von Eb sorgte die 10. Legion für Stabilität und Schutz. Die Regierung des Königreichs überließen sie allerdings einer unabhängigen Monarchie. Okay, da gibt's wohl viel Lesestoff. Deswegen möchte ich das jetzt erst auslassen. Oh, was haben wir da? Generator des Schutzes. Mhm. Und noch mehr Lesestoff. Oh ja, komm, das lasse ich jetzt erstmal aus. So. Mhm. Der scheint ja nicht wirklich... Oh, ich nehme doch mal... Oder? Nee. Ich rüste ihn aus. Lieber mehr Schutz als Rüstung. Ja, Leute. Damit sind wir schon am Ende der halben Stunde angekommen, leider. Ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen. Ja, ich hoffe, die Präsentation hat euch soweit gefallen. Ihr könnt euch vielleicht ein kleines Bild davon verschaffen, wie es denn aussieht, das Spiel, ob es euch zusagt. Mir gefällt es sehr gut. Also die Grafik ist stimmig. Auch die Schatten hier, wenn ihr schaut, sind wirklich schön. Alles sehr fein. Die Grafik, keine matschigen Texturen und so weiter und so fort. Aber das soll ja nicht immer ein Kriterium sein. Also ich meine, die Stimmung muss ja dafür da sein und so weiter. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und es war, hoffe ich, auch informativ für euch. Naja, was kann ich sonst noch sagen? Ich bin der Bruger. Haut's rein.